Hallo und einen wunderschönen guten Morgen und auch ein wunderschönes gutes Wochenende wünsche ich euch heute. Ich möchte euch gerne einen kurzen Zwischenbericht geben, wie es mit meiner Detox-Kur läuft. Ich bin heute bereits am vierten Tag, das heißt, drei habe ich hinter mir und ich möchte euch heute gerne die drei riesengroßen Vorteile nennen, die ich bemerke. Für mich ist es tatsächlich neu, eine völlig andere Erfahrung als in den letzten Jahren, in denen ich tatsächlich richtig gefastet habe. Für manch einen wäre vielleicht auch das hier jetzt richtiges Fasten, doch ich bemerke tatsächlich den Unterschied zwischen Fasten und wirklich so gut wie auf Null runterfahren und dieser Detox-Kur und einer enormen Entlastung für den Körper. Ich bin allerdings, und das möchte ich auch gleich vorwegsetzen, extrem begeistert von dieser Kur und von dieser Herangehensweise, weil sie super alltagstauglich ist und ich mit Sicherheit auch einige dieser Gewohnheiten, die ich jetzt in diesen fünf Tagen lebe, darüber hinaus mit in meinen Alltag nehme. Und diese drei Vorteile sind aus meiner Sicht enorm wichtig und wertvoll, wenn nicht sogar besonderer als beim Fasten. Doch ich möchte jetzt hier nichts bewerten. Ich werde garantiert auch regelmäßig meine Fastenkuren machen. Vielleicht in diesem Jahr auch noch eine wieder, wo ich einfach mal wieder komplett weglasse, um einfach nur zu reinigen, alles rauszugeben. Doch jetzt möchte ich beim Thema Detox bleiben und euch eben diese drei Vorteile nennen. Der erste Vorteil ist das Verzichten, das man ja tut. Denn es gibt natürlich ein paar Regeln. Und was lässt man weg? Den Kaffee. Ich habe bereits am Montag, zwei Tage vor der Kur, aufgehört, Kaffee zu trinken und es durch einen Power-Matcha ersetzt. Das heißt, es gibt mir auch Energie, es gibt mir vor allem ein gutes Gefühl, ich gönne mir was und lasse aber eben ja, den Kaffee weg, der den Stoffwechsel einfach auch übersäuert. Und ich liebe Kaffee, das möchte ich dazu sagen. Also mal schauen, wo ich mich da danach einpendel. Das Zweite, für manche einen vielleicht gar kein Thema, aber für viele eben möglicherweise wohl, ist der Alkohol, den man natürlich nicht zu sich nimmt in dieser Zeit. Das heißt, das sind so diese Getränkesorten, die völlig draußen vorbleiben. Und darüber hinaus natürlich Fleisch, Milchprodukte, schlechte Fette, verarbeitete Lebensmittel und auch Öle, die uns mitunter nicht gut tun. Das ist ein riesengroßer Vorteil, dieser Verzicht und das Ausschließen dieser Substanzen, denn das entlastet deinen Körper massiv. Du lässt mal völlig weg, was dir einfach nicht gut tut oder vor allem im Übermaß nicht gut tut. Und dein Körper hat die Möglichkeit, sich zu erholen. Und wie du vielleicht auch schon festgestellt hast, hier oder da, ist dein Körper ein Wunderwerk. Der erneuert sich regelmäßig. Wir bilden jeden Tag Millionen, wahrscheinlich Billionen von neuen Zellen. Und er ist immer bestrebt daran, dir und deiner Gesundheit zu dienen und dir gut zu tun und dich stark zu machen und dich fit zu halten. Wenn du dich auch vielleicht manchmal nicht so fühlst, doch gib ihm ein bisschen Unterstützung und er dankt es dir vielmals. Und das ist eben der erste riesengroße Vorteil. Der zweite Vorteil an der Kur, wie ich sie jetzt mache, und einen genauen Ablauf werde ich euch Anfang nächster Woche, wenn ich damit fertig bin, geben, vielleicht auch einen Plan in die Beschreibung stellen. Ihr könnt mich natürlich auch immer gerne fragen. Doch jetzt mal nur angerissen und quasi mit Überschrift betitelt. Für mich ist es ein intermittierendes Basenfasten. Das Basenfasten setze ich in Anführungszeichen, weil ich faste ja nicht die Basen, sondern ich faste alles außer Basen und nehme nur Basen und somit mineralstoffreiche Nahrungsmittel zu mir, wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Denn Fasten bedeutet ja eigentlich weglassen und ich lasse ja diese Basen nicht weg. Das heißt, intermittierendes Basenfasten. Ich habe einen extrem langen Zeitraum, in dem ich gar nichts zu mir nehme. Bei mir waren es die letzten Tage zwischen 14 und 20 Uhr, habe ich eben die Basen zu mir genommen. Aber von 20 bis 14 Uhr, was ja sogar 16, 18 Stunden sind, kam gar nichts in meinen Körper rein. Das heißt, da habe ich voll gefastet. Morgens dann viel Zitronenwasser getrunken und auch weiterhin, ich liebe ja lauwarmes Wasser, also gerade trinkheißes Wasser richtig gut. Und das ist großartig, denn diese Basen, wie ich ja auch immer schon mal gesagt habe, sind ja
werden ja dadurch gekennzeichnet, dass sie mineralstoffreich sind. Und das ist, was dein Körper braucht, gerade wenn da überall Säure sitzen. Zellulite ist eine Säureerscheinung, Haarausfall ist eine Säureerscheinung. Das eine ist eher so ein Frauenproblem, das andere bei den Männern. Das sind eindeutige Zeichen, dass du übersäuert bist. Und da brauchst du Basen. Das heißt Mineralstoffe, die sich mit den Säuren verbinden, einen Komplex bilden, der dann ausgeschieden werden kann. Gebadet habe ich auch gestern, knapp 3 Stunden, das nur am Rande, in meinem Jenschura-Basenbad könnt ihr beim Video J nachgucken aus meinem Adventskalender des letzten Jahres. Doch zurück eben zu diesem intermittierenden Basenfasten. Ich nehme nichts anderes zu mir außer Mineralstoffe, Gemüse, gute Sachen, richtig, richtig gut. Das heißt, ich habe null das Gefühl, dass ich verzichte, sondern ich esse einfach anders. Und natürlich, wenn man gewisse Gerüche dann mitkriegt, dann denkt man auch, aber es ist kein Vergleich zu einer klassischen Fastenzeit, weil die rote Beete Fenchel-Birnesuppe gestern Abend zum Beispiel, die war echt erstklassig, die war richtig lecker. Das koche ich mir sonst eher selten bis gar nicht. Und jetzt habe ich es mir gegönnt und es hat mir extrem gut getan. Das ist ein riesengroßer Vorteil, dieser Punkt, weil null Energie für deine Verdauung. Es kommt ja nur Gutes an, da muss nicht irgendwie was geparkt werden oder liegt träge im Darm rum und gärt oder fault. Also von daher ist das halt einfach richtig, richtig gut. Ich habe es ja auch noch so gemacht, dass ich nur flüssige Sachen, das heißt Smoothies und Suppe, dass auch gar nicht wirklich irgendwas zerkleinert werden muss. Das war jetzt meine spezielle Abwandlung, doch dazu am Montag mehr. Weil das Video bitte nach wie vor ein Minutenimpuls bleiben sollte, komme ich direkt zu Punkt 3. Und der ist natürlich, dass ich meine Tanks auffülle. Weil ich ja auch diese Superfoods bestellt habe auf yoursuper.com. Ich weiß nicht, wie die deutsche Webseite heißt, aber man wird weitergeleitet. Und auch da sage ich euch dann nochmal genau, was ich verwendet habe. Ich mache jetzt tatsächlich klassisch diese 5-Tages-Kur und habe den Power Matcha als mein Gönngetränk ergänzt. Und da mache ich richtig viel, sowohl in die Smoothies als auch in die Suppen und zwischendurch noch einen Shot. Das heißt, ich liefere meinem Körper extrem viel Mineralstoffe, weil ich nur Obst und Gemüse zu mir nehme. Und ich ergänze noch Superfoods, das heißt, es kommt halt richtig viel an. Gestern gab es um 14 Uhr meinen grünen Smoothie und um 18 Uhr habe ich angefangen, die Suppe zu kochen. Und diesen roten Smoothie, den es eben auch einmal am Tag gibt, ich habe gemerkt, ich bräuchte den gar nicht. Von meinem Hunger, von meinem Haben-Wollen, gar kein Problem, hätte ich ihn sogar fast lieber weggelassen. Aber da genau diesen Vorteil möchte ich nutzen. Das Auffüllen meiner Tanks mit richtig guten Stoffen. Und in diesem roten Smoothie sind eben Beeren. Gestern waren es vor allem Blaubeeren und halt auch das Forever Young Pulver, was halt viele, viele, viele Antioxidantien hat. Und das möchte ich meinem Körper tatsächlich jetzt einfach mal geben, weil es mir immer so gut geht, oft auch gar nicht so viel mache. Jetzt mal die volle Ladung und Obst und Gemüse, die massig Mineralstoffe liefern und natürlich auch grün, sowie diese Ergänzungen, das ist perfekt. Und das sind eben wirklich diese 3 Vorteile. Du verzichtest auf Sachen, die dir einfach nicht so gut tun, entlastest damit deinen Körper. Du hast ein intermittierendes Basenfasten, das heißt, lieferst viele Mineralstoffe und forderst dem Körper aber null Energie zur Verdauung. Und drittens, du füllst halt wirklich deine Tanks auf. Und ich merke das tatsächlich. Ich habe jetzt den Monat über ja nicht nur Yoga gemacht, jeden Tag, meine 30-Day-Yoga-Challenge with Arian, aus der ich gerade komme, sondern ich habe mir auch angefangen, vor ein paar Tagen jeden Morgen meine 10 wichtigsten Ziele aufzuschreiben. Und da war eins von denen, morgens um 8 Uhr wirklich mich richtig wach und frisch zu fühlen. Einfach energetisch aufgeladen, Spaß haben, Bock auf den Tag, glücklich sein. Und ich merke, gestern und heute war ich um 7 Uhr wach, habe zuallererst meditiert und um 8 Uhr habe ich mich schon ziemlich fit gefühlt. Das heißt, Ziel erreicht, eins von denen, die auf meiner Liste stehen, glücklich, energiegeladen, jetzt kommt das Wochenende, jetzt kommt der Tag, ich bleibe hier unter 10 Minuten. Viel Spaß bei Fragen, frag in den Kommentaren. Am Montag kommt die Abfolge und ja, hab einfach ein tolles Wochenende. Fühl dich inspiriert, fühl dich umarmt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir sind jetzt schon über 2000, also gerne wieder den Daumen da lassen, mich weiterempfehlen. Glocke alarmieren, was auch immer. Happy Weekend und bis zum nächsten Video Anfang nächster Woche. Alles Liebe!